Liebe YouTube-Freunde, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, Neujahr ist eingetreten. Nette, herzliche Beiträge an euch, aber informationsdicht. Ich weiß, dass es ein Kanal ist, in dem wirtschaftlich Interessierte auch sehr wesentlich präsent sind. Und das Thema heute, die Inflation ist tot. Es lebe der Markt, kommt jetzt das All-Time-High. Wow, und dann gab es bei mir einen Kommentar unter einem der letzten Videos. Die Shorts werden sich noch die Finger verbrennen. Ist ja schon eingetreten. Leute, die in den Bärenrallys oder im Crash gut profitiert haben, haben sich zu langsam entwickelt, umgestaltet. Es gab nur wenige, die letztes Jahr Gewinn gemacht haben. Wir sind in zwei Produkten dabei gewesen. Ja, relativ spannende, gesunde Gewinne, hoch einstellig. Und jetzt aber mein Konsensgespräch, ob das Hedgefondsmanager sind, ob das Family Offices sind, die sagen mir alle, ich schaffe es nicht mehr in diesen wilden Märkten Renditen zu erwirtschaften. Ich fahre sogar Verluste ein, das ist mal ein ehrliches Statement. Ich lag grottenschlecht bei Krypto, bin nicht früh genug ausgestiegen. Und jetzt laufen die Märkte, MSCI hat 13% gemacht. Soll ich jetzt noch auf den Zug aufspringen? Crash, Cracker Boom, Einbruch, Bärenrallys. Die Marktteilnehmer sind auf breiter Flur überfordert. Maximal 10% haben wir die letzten 5 Jahre gut bestanden. Wir haben 100% grob gemacht. 60% kam auf der Short-Seite bei den Leerverkäufen, 40% in den eher steigenden Märkten. Und heute möchte ich gerade dieses Thema ansprechen. Bevor ich das tue, hört mir kurz zu. Es gibt keinen anderen, darf ich mich das mal nennen, König der Leerverkäufer, Querstrich, Guru, Investmentlegende. Es gibt auch negative Kommentare zu mir, aber auf dem Tracker und basierend kann ich das von mir selber behaupten. Der Florian Homme Investment Club baut auf ein Expertennetzwerk beim Investieren durch die Teilnehmer, die alle selektiert wurden und erstklassig sind, einen hohen Mehrwert bringen. Ich bringe mein Netzwerk mit rein, mit Stars und Koryphäen, die tatsächlich mit diesen schweren Märkten umgehen können. Also schaut euch mal den Link an, ob das auf euch zutrifft. Das ist jetzt nicht unbedingt das Programm, ein Buch für 7 €. Aber wenn euch eure Rendite interessiert und ihr auch ein entsprechendes Vermögen verfügt, aber auch ein gewisses Standing habt, dann seid ihr vielleicht im richtigen Club. Schaut euch das an. Damit ist jetzt jede Selbstwerbung abgeschlossen. Also, was ist eigentlich los in dieser zweiten fetten Bärenrallye? Also vor ungefähr einem Jahr hat Morgan Stanley ermittelt, dass 68% aller Investmententwicklungen, also Kursentwicklungen auf Global Makro, also auf makroökonomisch-politischen Trends basieren. Mittlerweile ist etwas eingetreten, das haben unsere Statistiker und KI-Experten ermittelt, es gibt eine Korrelation zur Gesamtmarktentwicklung, also nehmen wir mal den MSCI World, in denen über 20 Industrien 79% korrelieren mit dem Gesamtmarkt. Es gibt gar kaum noch Unterschiede. Wo ist der Nachzügler? Wo ist das günstig? Die steigen alle mehr oder weniger jetzt in dieser Rallye. Das ist noch nie da gewesen, ist aber im Zeitgeist. 1994 hat Deep Blue schon Kasparov angefangen zu vernichten. Heute hat kein Schachspieler, ich bin selber Speed-Schachspieler, die geringste Chance gegen selbst so Programme wie Shredder Chess. Und das ist auch beim Investieren so. Die Zyklen laufen viel schneller ab. Deswegen hatten wir 3 Crashs, ein Cracker-Boom und 2 Bären-Rallies innerhalb von 5 Jahren. Das ist eigentlich das Material von 3 Jahrzehnten. Und schauen wir uns doch mal an, die erste Grafik. Was ist hier los? Also viele, die mich followen, die wissen, dass die Meta, also diese Giga-Korrelation besteht. Das ist die globale oder die Geldmenge der Zentralbanken im Verhältnis zu dem MSCI World Index. Und da ist klar erkennbar, dass da auf dieser Korrelation natürlich die Programme laufen.
ja, die KI investiert in Programme, die machen noch 80, teilweise intelligent, teilweise robotisch, ziemlich doof. Aber die machen jetzt das Marktgeschehen aus. Ich würde niemals mehr mein Geld bei einer Vermögensverwaltung lassen, die nicht über intelligente KI-Systeme verfügt und die auch ansetzt. Also erstmal lege ich mit Indexfonds sowieso unter Index. Zweitens lege ich mit aktiv gemanagten Portfolios zu 90% unter Index, also zu 80% unter den ganz normalen passiven ETFs. Ergo muss ich on sein, fundamental, ja, ich muss da ein klares Bild haben und ich muss natürlich on sein, KI-technisch. Und deswegen geht doch einfach mal auf den Link, da wird das auch angesprochen, wie wir mit diesem Umfeld umgehen. Ich bin guter Dinge, ich erkläre das gleich in der nächsten Grafik. Wir hatten diese Phase letztes Jahr, desto riskanter, desto größer die Verluste, desto höher der Zukunftswert bei steigenden Inflation und steigenden Zinsen, desto stärker der Einbruch. Das ist ganz klar, der Kryptotod. Wie oft habe ich das gesagt, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis bei Krypto verheerend war bei diesem Zeitpunkt? Da sagen jetzt wieder Schlaumeier, ja, du hast aber nicht partizipiert. Das stimmt nicht. Wir haben 2200% nachweislich mit Kryptos verdient. Wir haben aber nicht an den Verlusten teilgenommen. Nächste Grafik, das ist Amama. Ja, das ist Alphabet, Microsoft, Apple, Meta, Amazon. Das sind 40% Verlust. Man hat mal so gerade so grob 3 Jahre Kurssteigerung einfach weggeballert. Klar ergeben sich dann da auch Chancen. Und dann ein weiterer Trend, der sich manifestiert hatte in dem schwierigen Jahr 2022, war, dass die immerhin auf einer Tabelle von 48 Jahren, also fast ein halbem Jahrhundert, haben die Wachstumswerte gegen die Value-Werte so derartig auf den Deckel gekommen, dass es nur einmal im Dotcom-Crash 2002/2003 noch vehementer war. Das schreite förmlich danach, einige Tech-Werte aufzunehmen bei dem Ausverkauf. Das haben wir in unserem Börsenbrief gemacht, zum Beispiel mit Alibaba und Tencent. Die waren so vernichtet, dass sie teilweise bei Kursgewinnverhältnissen unter 10 lagen, also halb so teuer, teilweise 40% so teuer wie Vergleichswerte international. Das war extrem. Und die haben jetzt wirklich in kürzester Zeit 15-30% gemacht. Also was ich kommunizieren will, ist, dass in solchen, sag mal, sehr schwierigen Märkten, in denen der Privatinvestor verzweifelt, aber auch echte gestandene Profis wie Stan Druckenmiller, der mit dem Tempo nicht mehr ganz klarkommt, eigentlich die Legende im Hedgefonds-Bereich, selbst Michael Burry war viel zu short, hat auch falsch gelegen. Also da haben sich einige gute Nase geholt, wir nicht. Wie gesagt, wir haben zwar nur 6% verdient durch diese Rallye-Phase, aber wir orientieren uns nicht an diesen Märkten, weil, wie gesagt, wir haben bei den fallenden Kursen stark profitiert und bei steigenden. Und mir geht es um Rendite unabhängig vom Markt. Aber schaut doch mal auf die Kreditmärkte, was durch diese Zinserhöhung der EZB, aber vor allem der US Federal Reserve Bank, der amerikanischen Zentralbank, was hier an wirklich strapazierten Krediten eingetreten ist. Mann, die haben sich verfünffacht, ja in weniger als einem Jahr auf 250 Milliarden. Und das ist schwerpunktlastig auch noch im Immobilienbereich. Nächste Grafik. Es ist eine raue Zeit, aber die Bärenrallye läuft vielleicht in den All-Time-High. Also das ist ja schon fast schizophren. Schauen wir uns mal an, was der Internationale Währungsfonds gerade macht mit seinen Bailouts von Staaten. All-Time-High, ja, Richtung 120 Milliarden. All-Time-Record, Weltrekord. Ist doch klar, wenn wir über Länder wie Sri Lanka reden oder wie Pakistan oder einige afrikanische Staaten. Ja, Leute, in Europa sieht es auch ziemlich übel aus. Dann muss Geld locker gemacht werden oder muss es das? Oder Länder gehen komplett pleite.
Also das ist auch kein schöner Geschmack. Rezessionswahrscheinlichkeit, nächste Grafik. Wenn man sich die führenden Indikatoren anschaut, auch bei 70%. Jetzt soll mir einer mal erklären, was ist hier mit diesen Märkten los? Und die drehen für mich nach oben durch. Und das ist auch die Diskussionsgrundlage in unseren Analystengesprächen, weil den Satz dürft ihr euch wirklich merken hier in diesem Video. The market always climbs a wall of worry. Der Markt klettert förmlich gegen eine Klage- und Zweifelsmauer und Bedenkenliste steigt nach oben. Das ist Standard. Deswegen nicht verrückt machen lassen, warum der Markt steigt. Aufspringen, das werde ich euch schon noch beantworten im Laufe des Videos. Es wird auch konkreter heute. Also mir wird immer gesagt, ich bin nicht so konkret, aber ich werde auch nichts empfehlen. Aber ich werde einige Ideen in den Raum stellen, wo meines Erachtens ein ganz gutes Chancenrisikoverhältnis ist. Also die Rezession ist förmlich, ja, eingepreist ist sie nicht wahrscheinlich, aber sie wird stark angenommen. Und jeder meint, das ist so eine schlaffe Rezession. Weiß ich das? Nächste Grafik zeigt das auch. Also wenn dieser Jahreswandel bei den Frühindikatoren dreht nach unten, ist eigentlich eine Rezession oder eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft immer eingetreten. Ist es diesmal anders? Ja, Crash-Propheten rülpsen, einige kotzen schon. So sehe ich mich nicht und unser Team. Das ist statistischer Bullshit, wer das behauptet. Jetzt die nächste Grafik. Ein Bärenmarkt hat doch nie aufgehört, bevor eine damit verbundene Rezession begonnen hat. Meine lieben Leute, das sind Statistiken, die sind ja 93 Jahre Zeitfenster. Ist es diesmal anders? Es ist halt schneller, es ist etwas ungewöhnlicher. Das hat ja diese KI, Fresh Trading System, die wirken da auch mit. Ich möchte das jetzt nicht behaupten, dass es diesmal nicht etwas anders sein würde. Und jetzt, wie geht es denn in den Firmen, wie geht es der realen Wirtschaft? Wir hatten das vorausgesagt, übrigens hatten wir sehr viel vorausgesagt, was eingetreten ist. Zum Beispiel der Einbruch oder die Entschleunigung, also definitiv der Abstieg der Gewinnmargen der Firmen. Das hat sich bewahrheitet, es ist noch nicht besonders viel, aber von den Höchstständen der operativen Gewinnmarge und der Umsätze der Unternehmen schön gestiegen und dann Zeichen, geht wahrscheinlich weiter nach unten, aber die Börsen steigen. Also wo ist das Realitätsverhältnis zwischen Kursentwicklungen, Makroentwicklungen und Unternehmensentwicklungen? Lass uns doch mal in die Arbeitskräfte gehen. Weil in der Inflation, das müsst ihr wissen, in den USA ist im Warenkorb der Inflation sind ganz wesentliche Elemente die Lohnkomponente, aber auch das Substitute Housing, also die nehmen jetzt nicht, also die Mietsteigerung, die sind auch vehement. Gesundheit ist ein richtiger Faktor, Ausbildung sind richtige Faktoren und die steigen. Vielleicht steigen sie nicht mehr so stark, aber sie sind doch relativ stark im Warenkorb und sprechen eigentlich dafür, dass die Inflation nicht so krass zusammenbricht. Hier erkennt man leichte Schwächen in der nächsten Grafik. Da erkennt man, wie viel offene Stellen es gibt für jeden, der keine Arbeit hat zur Zeit. Das sind ja immer noch 1,7. In der letzten Rezession gab es für jede offene Stelle, das ist nicht lange her, das ist die Corona-Rezession, 3 Bewerber. Jetzt ist es 1,7 Stellen für einen Bewerber. What is happening? Und jeder, der diesen Kanal bitte, bitte abonniert, dann kriegt ihr die Zusammenhänge viel besser mit. Wir haben 2-3 Thesen aufgestellt, warum dieser Arbeitsmarkt nicht noch viel stärker eingebrochen ist. Es ist ein Gesundheitsthema. Das ist eine Quitting Culture. Ich habe keinen Bock. Ja, und Quitting Culture hat sich jetzt auch bewahrheitet aus einer langfristigen Analyse. Vor circa 20 Jahren, wenn man in eine Situation kam, das ist jetzt eine Männerstudie, 97% der arbeitsfähigen Männer
hatten einen Job oder haben aktiv einen Job gesucht. Diese Zahl liegt heute bei 89% nur. Das heißt, 11% der Männer haben keinen Bock. Die hängen lieber ab, wohnen bei den Eltern, versuchen sich selber zu finden, sind vielleicht deprimiert, sind vielleicht auch sehr krank, Long-Covid, was immer, Wirkungen, ja, oder psychologische Themen und, oder, ja, es kann auch verzögerte Operation sein. Das ist Fakt. Also dieser Arbeitsmarkt, der zeigt Eigenschaften, wo wir uns einfach nur in unseren Thesen krass bestätigt fühlen. Und die nächste Grafik, das hatten wir in unserem Börsenbrief angesprochen, das kennen unsere Investmentclub-Mitglieder natürlich auch dadurch sehr gut. Es gab drei Deflationsphasen sogar. Also wenn so eine Wirtschaft einbricht, dann kann sie richtig einbrechen. Zuletzt natürlich auch um 2008 und 2009 Deflation, Inflation unter Null, deutlich unter Null, natürlich auch in den 50er Jahren und davor. Also das ist ziemlich interessant und oft kommt das nach starken Inflationsphasen, aber es ist nicht schlüssig für mich. Nächster Indikator, ihr versteht, wo ich euch hinführe. Der logische Ansatz hätte besagt, lieber defensiv bleiben, nicht investieren, nicht akkumulieren, kein Alibaba kaufen, kein Tencent kaufen, keine Anleihen kaufen, ist noch nicht sicher. Bullshit. Wir haben das alles gemacht, deswegen erklärt das auch unsere Performance. Jetzt sieht ihr natürlich beim MSCI World, was da abgelaufen ist. Einige Indizes sind noch viel stärker gestiegen, einige weniger, aber Leute, das sind 12,4% seit Ende September. Und da haben Leute auf die Schnute bekommen. Auch teilweise, das vermute ich sehr stark, ist jetzt nicht für seinen Trading Sheets und seinen Auswertungen. Ich schätze auch Michael Burry von Cassandra. Wenn ich so short bin, das werden wir in zwei Monaten ungefähr wissen, wie es ihm ergangen ist. Seine These ist ganz klar. Und die deckt sich mit meiner. Die Inflation hat den Höhepunkt vorerst erreicht. Das ist aber nicht der letzte Höhepunkt in diesem Zyklus. Also ein Zyklus, den ich auf 25, 27 tituliere, aber auch gerne auf 10 Jahre. Die Inflation kann so weit runtergehen, dass wir vielleicht sogar Deflation, also negative Inflation, erleben werden. Und das führt zu einer Rezession in den USA, bei jeglicher Definition. Dann kommt Folgendes laut Michael Burry, die Fed wird dann die Zinsen reduzieren, die Regierungen werden Stimulierungsprogramme anregen und dann, oder in dieser Phase, ist echt ein All-Time-High möglich. Und aus über 40 Jahren investieren, davon drei Jahrzehnte als Hedgie oder Prop-Trader, war glasklar eine zentrale Frage, die ich mir immer stellte, mindestens monatlich, wenn nicht alle zwei Wochen. Ich muss die All-Time-High-These testen und ich muss die All-Time-Low-These testen und ich muss mich mal von diesem ganzen Kasten-Nerd-Denken befreien und schauen, ob da was dran ist, ja? Vielleicht ist was dran. Schaut doch mal, alle fluchen, Gebrauchtwagen teuer. Meine Frau muss auch ihren Wagen ersetzen. Die ist jetzt in eineinhalb Jahren 80.000 Kilometer gefahren. Das schaffen wir nicht mal einige Taxiunternehmer. Das klappt nicht mehr. Aber bei uns sind diese Gebrauchtwagenpreise ganz marginal gefallen. Aber was ist denn in den USA los? Mann, die sind 22% eingebrochen vom Peak. Was sagt das denn? Ja, oder gehen wir doch mal auf die Erdgaspreise. Das wisst ihr doch auch. Die sind deutlich unter den Preisen vor dem Ukraine-Konflikt, der Krise, dem Krieg, was immer für eine Propaganda gerade verbreitet wird. Das ist ziemlich intensiv. Die Frachtkosten, ein ganz wichtiger Frühindikator. Da gibt es diesen baltischen
Frachtindex, der ist nicht mehr richtig nützlich. Das möchte ich jetzt nicht ausführen. Warum? Nehmt lieber mal den HPEX Shipping Index. Den hat es zerbröselt. Der ist um 70% gefallen. Es deutet sehr viel auf Inflationseinbruch. Okay? Ah, aber Mieten, aber Löhne, aber Gesundheitskosten, aber Ausbildungskosten. Ich gehöre ja selber dran, euch hier definitiv zu sagen, was los ist. Ich bin aber kein verdammter Wahrsager. Ich bin Analyst, und Hedgefondsmanager, ehemaliger, der meistens oder über 50% richtig liegt. Ja, sonst hätte ich im Vierteljahrhundert nicht ein Verlustjahr gehabt. Das war eine Tragödie, 17% Verlust. Aber in 25 Jahren ist das vertretbar. Ich musste ja auch mal lernen, warum ich nicht die Glaskugel vor mir habe. Holzpreise, das ist nie hier los. Sind wir ja, so gehen wir ja so Richtung 7-Year-Low. Man, das ist ein Baumaterial, Möbel, unreal. Brent Crude, also Öl, auch vor der Ukraine-Krise. Ja, die fing ja so im Februar letztes Jahres an. Weizen, ja, Brot für die Welt, auch unter Ukraine-Krise, ist natürlich trotzdem noch über dem Stand. Diesel, Entspannung. Ja gut, wir haben eine derartig desolate Wirtschaftspolitik in der Energiewirtschaft. Das, kommt bei uns nicht richtig an, leider. Aber woanders schon. Aluminium, ganz wesentliches Baumaterial. Auch, ja, so geht es so Richtung 2-Jahres-Tief. Was passiert bei den Investitionen? Die Blue Chips haben so vor dieser Rallye den S&P mehr outperformt, da sind ja auch die Wachstumswerte drin, also die Blue Chips im Dow, kann man sagen, in 60 Jahren. Da ist doch schon abgebildet. Es war einfach abgebildet, dass beständige Werte und Qualität gefragt waren. Das haben schon viele hinbekommen, haben trotzdem am Markt verloren. Und verpassen jetzt die krasse Rallye. Haben sie krass verpasst. Und der S&P 500 war ja auch, nicht gerade teuer, wenn er dir auf die nächste Grafik schaut, ja. Also jetzt nicht günstig, nicht teuer, immer noch eine Fallhöhe im Markt, aber nochmal, Value war heiß, richtig heiß in 22, dann kommt wieder Wachstum, sieht man, Wachstumsindizes und dann, wer sich das ein bisschen angehört hat im Kanal, ich habe immer gesagt, schaut doch mal nach Südostasien, schaut doch mal auch in Entwicklungsländer, schaut doch mal, wo es günstig ist. Und der MSCI ohne die amerikanischen Aktien stand vor kurzem unter 11, ist jetzt auf 12,2 gestiegen, 12,345. Also da ergeben sich natürlich auch diese Renditen im MSCI World Index. Also was tun? Soll ich auf diese Rallye noch aufspringen? Bleibt im Kanal, bleibt etwas geduldig. Die nächste Grafik zeigt auch die Performance seit den 70er Jahren der amerikanischen Aktien gegen den Rest der Welt. Fuck. Die ist crazy, diese Grafik. Wir liegen 70% Outperformance nur seit in den letzten 3-4 Jahren, das ist dieser Amama-Boom. Beim Investieren ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Wo ist die Erdanziehungskraft und wo ist die Mittelwertrückbildung? Wann kommt das wieder, so wie die Schwerkraft, in eine eher normale Verteilung? China war einfach durchgeknallt billig. Liebe Freunde, es hat uns in den Fingern gejuckt, diese Tencent-Alibaba-Position zu kaufen. Ich werde nachher noch mal ein paar Ideen eingehen, wo dieser Boom noch nicht eingetreten ist. In kürzester Zeit, in 3 Wochen, 30% ist in Ordnung. Aber das KGV des MSCI China war bei 8 einstellig. Die Dividenden durch die Bank über der Inflation viele. Nicht durch die Bank.
Selbst der DAX mit seinem KGV von 11 war ziemlich, ziemlich günstig. Also, ihr versteht jetzt, warum die Märkte gestiegen sind. Sie waren günstig, Inflation fällt und man hatte sehr viele Zweifel. Die hatten aber mit der Megakalkulation Geldmenge, Inflation, Zinsen zum Gesamtmarkt. Das war der Treiber. Deswegen sind sie gestiegen. Deswegen ist dieser Markt, sind diese Märkte fulminant gestiegen. Und einige Ideen. Einige Ideen, weil solche Phasen, in denen die Werte günstig sind und die Investoren verunsichert sind, da gibt es immer Kaufgelegenheiten. Nehmen wir kurz mal eine Sache, die mir langfristig gut gefällt. Keine Empfehlung, nur eine Idee. Macht eure eigenen Hausaufgaben. Vietnam, ETF ist 22-43% gestiegen und 21-43% gestiegen, 22 genau um denselben Preiskurs gefallen. Schön, auch 10-mal Gewinn. 12-15% Gewinnwachstum. Altersdurchschnitt ungefähr 32 Jahre Mittelwert. Bei uns in Europa um die 46, 47, in den USA 41, 40. In China auch nicht so anders. Japan 54 Jahre. Verschuldung zur Wirtschaftsleistung 48%. Ausbildung in dem Land top. Klasse Rohstoffe, Exporteure, klasse IT-Struktur. Sehr fleißige Menschen. Interessant. Interessant. Und wie war es denn mit Gold, Silber und gewisse andere Edelmetalle? Wie ist es denn da? Die laufen. Paar Grafiken dazu mal bitte. Uran stelle ich auch in den Raum. Aber jetzt sieht man einen irren Spike. Man hat also, die Zentralbanken halten jetzt Goldbestände wie 1970 in der Stagflation. Und die Spekulation ist, dass China und Russland, vielleicht auch andere Länder, BRICS-Länder, so krass Gold kaufen, dass sie ihre Währung, Rohstoff, Querstrich, Gold, edelmetalltechnisch, basieren könnten. Was passiert denn dann am Währungsmarkt? Give me that stuff, wenn ich wirklich dafür Gold bekommen würde. Die nächste Grafik ist ja noch viel deutlicher, nur aus dem dritten Quartal 2022, also das ist die einzige wirkliche Kernposition bei uns seit längerem, das ist Gold, Silber und ein paar andere Sachen. Anleihen! Es gibt nichtzügliche Unternehmen mit guten Bilanzen, die Anleihen begeben mit einer riesigen Zinsabdeckung, die jetzt noch der Inflation entspricht oder darüber liegt. Was für Anleihen das sind, ja, do some of your own homework. Ich bin ja wirklich nicht hier. Ich bin hier, um Wissen zu transferieren. Damit könnt ihr was anfangen. Wenn ich hier so ein Tippmeister wäre oder so ein billiger Promoter, dann habt ihr keinen Mehrwert. Ihr kriegt den Mehrwert, indem ihr lernt, wie es geht. Ja? Es bringt nicht, wenn ich euch Fische ständig irgendwie hinwerfe. Nee, ihr müsst angeln lernen. Dann kommt ihr auch gut zuversichtlich durch solche Krisen. Und wo es fehlt, da ist halt eine Wissenslücke oder wie gesagt eine Netzwerklücke, und die decken wir wirklich ab mit unserem Investmentclub. Für Vermögendere aber bitte Geduld haben, die weniger vermögend sind, die werden nicht vernachlässigt. Ich bin nicht mehr der alte Merkantile, oh, ich rede nicht mit euch, wenn ihr mir nicht 100 Millionen Euro zum Investieren gibt. Gibt es noch nicht mal Mittagessen. Die Zeiten sind vorbei. Also Fazit zum Markt. Die Party, ja, sie kann weitergehen. Aber wenn man sich den DAX mal anschaut, bitte den auch noch einspielen, den habe ich jetzt nicht in meinem Research beinhaltet. Da sind wir ja nur noch circa 16-17% vom All-Time-High entfernt. Wir sind so um die 15.000, wir waren aber schon unter 12.000 und das High liegt so bei 17.000. Verdammt nochmal, das ist eine ganze Menge abgebildet.
Also nochmal 10% an den Märkten würde mich nicht überraschen, aber was ist denn das Chancen-Risiko-Verhältnis? Nach der Rallye, wenn man nicht dabei war, jetzt noch aufzuspringen, ja, selektiv, weil nicht alle Sachen, es gibt diese Nachzügler, sind gestiegen, einige hatte ich erwähnt. Als Hedgy-Prop-Trader freue ich mich wie so ein Kind, wie so, ich kann das auch nicht wegbomben, ja, dieses instinktive Investive, auf einen sogenannten Double-Top. Lass doch die Märkte laufen. Weil was ist denn noch das Problem? Hat sich irgendwas verbessert? Sind die Regierungen weniger ideologisch? Sind Gesundheitskampagnen immer noch so, unschlüssig? Ist das Gesundheitsbild psychologisch, körperlich in der Bevölkerung top? Sind wir jünger geworden? Also demografische Faktoren. Haben wir nicht überall mehr Staat? Wenn ich an die Energiesubventionen denke, wenn man einfach mal die Preise hätte laufen lassen, dann hätte man alle Kohlekraftwerke in Europa auf den modernsten Stand bringen können. Was man mit diesen Summen allein bei uns in Deutschland, so grob die 200 Milliarden, wie viel besser hätte man die einsetzen können? Also der Staat ist out of control bei seinen Ausgaben und er macht eine echt unprofessionelle Umsetzung. Das bedeutet ja Planwirtschaft. Oder man könnte sagen auch, ich bin ein ökologischer Typ. Ich liebe die Natur, aber ich muss auch mal sagen, das ist extremes Öko-Fehlmanagement. Und es gibt noch 10 weitere Faktoren, die hier was zu melden haben. Die sind nicht weg. Und deswegen komme ich wieder bei Michael Burry an. Wenn tatsächlich eine Rezession eintritt, die sich gewaschen hat, haben die Zentralbanker wirklich die Eier oder kriegen sie so viel politischen Druck, dass sie das jetzt wieder in Balance bringen für die Gesamtbevölkerung und für die Politiker, die wiedergewählt werden wollen, die nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich wie ein RKI-Chef Wieler vielleicht seine besten Zeiten schon erlebt hatte, vielleicht im Verlauf der nächsten Zeit ein Lauterbach vielleicht auch. Jetzt sagt, ach, lass die Masken. 3 Monate vorher. Chaostheorie. Der Markt ist gestiegen, weil sich diese Faktoren, die Chaostheorie bestimmen, es können Milliardenfaktoren sein, aber es gibt immer zentrale Faktoren, die im Wirtschaftskreislauf entscheidend sind. Der Ukraine-Krieg ist ein altes Thema, nervt niemanden mehr. Wir haben desinflationäre Tendenzen. Eindeutig. Ja, wir hatten sehr günstige Bewertungen. Teilweise. Wenn sich sowas abbaut, müssen Märkte steigen. Der Chaos kommt zurück. Aber der Chaos ist mittel- und langfristig. Wir haben strukturell nämlich rein gar nichts verbessert und das holt wieder ein. Also mein Schlusswort dazu, bitte geht auf den Link. Ich freue mich endlich aus meinem analytischen Elfenbeintürm als Mega-Mega-Nerd auszusteigen und mich mit euch zu treffen, meine besten Leute einzubringen. Ihr seid krass kompetent, das ist der Investment-Club. Natürlich. Wir haben viele YouTube-Freunde, die das sich nicht leisten können. Abonniert den Kanal, ihr werdet noch viel Freude haben. Preiswert, sensationelle Leistungs- und Preisverhältnisse, das ist auch meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist definitiv nicht, das eiskalte Arschloch der Vergangenheit wieder zu sein. Also, von ganzem Herzen, danke, dass ihr da seid. Danke, dass es euch gibt und danke an das Rechercheteam und die Börsenbriefabonnenten, die überhaupt diese Aktionen, diese Aktivitäten möglich machen. Mille grazie an euch für eure Loyalität und tschüss, bis zum nächsten Mal.